Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde GTA Online. Ja, und heute gibt's Rampa Zampa mit der Polizei. Ja, erstmal müssen wir noch hier, genau, der Currywurst und der 616 Player sind wieder hier mit dabei. Der Kevin und der Khaled. Und leider die Pandoria heute nicht. Nein. Ein sehr herber Verlust fürs Team. Deswegen machen wir auch nur so eine Ersatzfolge, genau, wegen technischer Probleme und holen das aber so bald wie möglich dann wieder mit ihr nach. Kann auch sein, dass es jetzt zwei, drei Tage nach der Folge hier keine Folgen gibt, aber genau, wir machen dann auf jeden Fall zusammen wieder weiter. So, und für heute haben wir uns überlegt. Das hat richtig gut angefangen gerade mit dem... Also unsere Barrikade steht auch noch, wir wollen einfach Titan mal... Wie lange wir hier überleben. Hier sind auch noch andere Spieler am Start und die helfen uns gerade sehr. Seid ihr noch an der Autoburg, die wir schon leicht vorbereitet haben? Ja. Okay, dann kommen wir da jetzt hin. Oh, da liegt auch der Übeltäter, der die vorbereitete Autoburg. Ja, hallo. Oh, da sind schon wieder ein paar Autos. Ja, auf den Heli. Heute haben wir uns überlegt, dass wir mal versuchen, uns hier zu verbunkern und unser Grundstück zu verteidigen, soweit es geht. Der Heli ist down, glaube ich. Ja. Super. Und hier ist auch schon wieder eine Menge los mit Leuten, die mithelfen. So. Sehr, sehr gut. So, aufpassen, nicht, dass wir jetzt, dass sie abgeschossen werden, genau. So, da kommen schon die nächsten Polizisten. Oh Gott, da ist noch ein Heli. Und die sich rumfahren auf dem Helixrad. Nein, ich wollte den Italiener nicht töten. Was? Wer hat dich gekillt? Oh, die seilen Leute ab. Voll die Action, 4 Sterne. Niemand wird dieses Grundstück einnehmen. Das ist unsere Villa. Oh, wo laufen wir denn da rum? Schießt auf mich. Niemand verlässt das Leben. Voll ungeschützt. Kommt rein! Jawohl. Okay, okay, da kommen schon die nächsten Autos auf der Karte, wie man sehen kann. Unser Golf hat ein Kopfgeld von 1000. Was macht er? Ach, er kommt mit dem Fahrrad hier an. Kann man auch mal machen. Ja, und jetzt werden einfach alle holen. Boah, da hinten. Ja, so viel wie weggeschossen. Möglich. Eliminiert. Genau. Ne, eigentlich muss man, wir verteidigen eigentlich nur unser Grundstück gegen Eindringlinge generell. Also gegen Hausfriedensbruch gehen wir einfach ein bisschen keiner rapider betritt vor. Unseren Rasen. Ja. Bisschen vor halt. Wieder springen. Er möchte die Polizisten leicht ablenken. Oh, die finden mich gerade nicht. Warte, ich muss mich mal zeigen. Komm her! Nein, okay. Nein! Gerade sind es auch sehr wenig Polizisten, die sich noch hier trauen. Ja, die müssen wieder kommen. Ah, jetzt haben sie mich wenigstens gesehen. Boah! Boah, da ist irgendwas. Gold. Nein! Oh. So werden wir halt niemals das Haus enden. Das ist halt immer dasselbe Problem. Das, Aiming. Oh, ich geh mal wieder zurück, ich bin gleich tot. Ah! Oh, wo ist denn unsere Autowand? Die ist verschwunden! Oh Gott. Nein! Nein, jetzt bist du auch noch tot. 4 Sterne habe ich. Ob wir die 5 noch schaffen? Mal sehen. So, das Auto ist auch verschwunden. Hallo! Ich liebe dieses Villenviertel hier oben, weil man echt mal so richtig aufräumen kann. Ja. Ja. Wo bleiben sie denn? Da vorne kommen sie. Nein, Tundra... Ach, Tundra-Golf. Ich wollte dich nicht abschießen. Tut mir leid. So, auf, nicht außersehen anvisieren. Boah, schon wieder explodiert. 4 Sterne immer noch, leider. Na komm, steig doch aus. Da im Jet unterwegs? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade nur auf Klang gerade so. Ja, es klang so und da hat sich ein Punkt gerade ziemlich schnell über die Karte bewegt. Und da schießt wieder. Ja, noch cooler, wenn wir hier Unterstützung per Raketen bekommen. Boah! Oh ja. Wir schießen hier da lassen sie wieder Leute ab. Ja, hier fliegt... Boah, wie cool sah das hier ist echt aus. Ja richtig Krieg gerade. Das ist ja echt... Hier geht gerade die richtige Action ab. 4 Sterne immer noch. Nein, Walle. Nicht in den Weg. Oh. Boah! Super, da kommt schon der nächste. Was? Hey, wir hatten hier den Raketenwerfer. Hey. Ja, ich weiß es nicht. 4 Sterne immer noch. Oh, wie hier die Raketen lang fliegen. Ist ganz gefährlich, man kann gar nicht auf die Straße gehen. Geh auf die Straße. Hui! Boah! Richtig gefährlich hier gerade. Wer ist denn das? Das ist hier. Der hier in der Unterhose. Aus dem Heli? Der Let's Play Prince. Let's Play Prince. Räumt hier mal richtig auf gerade. Ja, 5 Sterne. Oh Gott. Und jetzt noch lebend wegkommen. Warte mal, ich rufe mir den Heli, da müssen wir flüchten. Steht hier noch? Da steht ja noch unser Heli. Er lebt.
Ja, oh, er lebt, oh, noch, Jet. Ich hoffe, okay, der tötet uns jetzt. Rein. Wir starten. Hol mal den Heli da vom Himmel. Okay, ich crash ihn. Geronimo! Hast du was gebracht? Nee, leider ja nicht. Also doch, komische doch. Flugmanöver finden hier über uns statt. Ui. Wie viele Stück Helis da auch schon wieder sind? Schon drei? Vier. Hier, schießen! Boah, wir sind hier voll im Luftkampf mit denen. Bam, nein! Boah, die rammen sich gerade selbst weg. Eigentlich müssen wir mit denen mal durch den Luftpark fliegen und durch den Windpark fliegen. Boah, das boah, wie das hier leckt. Nein, der Heli! Oh! Nein! Nein! Der Heli ist ausgefallen gerade. Ah. Geil. Wir waren so nah dran. Das Flüchten, das klappt irgendwie nie. Warte. Ach, da kommt schon wieder der nächste Heli. Ich muss wieder aufs Gelände. Wie ist da echt die Autos immer zerlegt. Vom allerfeinsten. Oh, wie ist der Polizist nach da hinten gekommen, der eine? Jetzt langsam rücken sie vor, die sind gleich an unserem Grundstück wieder. Aber wir müssen, glaube ich, wieder ein bisschen zurück. Aber wir sind auch mittendrin gerade noch. Ja. Und haben keine Sterne gerade. Oh, hallo. Hallo. Ach du Kacke. Warte, hinter uns sind auch welche. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir direkt drei Sterne. Okay. Mit zwei Schüssen. Ja, ich auch. Kommt schon, Helis. Findet uns doch. Boah, der Jet. Guck mal, da vorne an der Straße sieht man auf der Karte, stehen sie auch. In der Einbindung, das heißt, hier kommen auch selten welche rein. Dip. Boah. So. Wer ist denn? Ach, das war ihr, okay. Da stehen sie. Wir kämpfen uns wieder vor. Ja. Jetzt haben wir gleich sogar die ganze Einfahrt eingenommen. Das ist unser Wohngebiet. Das ist unser Block. Raus auf. Boah. Da stehen auch die Feuerwehr, ist auch da. Da fährt er mich einfach um. Oh, sorry. Nein! Oh, ich bin tot. Das FBI hat mich getötet mit dem Auto. Ja, so sind die halt drauf. Pam! Oh. Ups. Richtig komisch drauf gerade. Mit der goldenen hier. Richtig aggressiv. Sehr gut, Tundra Golf. Agrobullen von Los Santos. Jetzt komme ich hier da nicht raus. Da oben wieder der Jet. Komm ich? Gerade trauen sie sich wieder nicht hierher, die Bullen. Sehr gut gemacht. Wer ist hier mit uns noch? Mr. Hände, Brainless, Tundra natürlich. Holt mich gerade ab. Ja, kannst du mal kurz auf die Serverliste schauen, wer so. Nein, zurück in die Einfahrt. Genau, da sieht man es auch nochmal. Enrico, boah. Italia, Junk. Er fährt. Was macht der? Survival Dave. Kommt der Survival Dave gerade? Liebe Grüße an alle. Der Walle natürlich hier, 280. Was ist das denn? Oh, keine Ahnung. Ja, solide Unterstützung am Start hier. Hände! Boom. Was machst du mit mir? Okay, ich bleib jetzt einfach in meinem Auto drin sitzen. Ich brauch Sterne. Oh, jetzt fährt er, glaube ich, wieder zurück. Sehr, sehr gut läuft es hier. Wir haben uns also wieder bis an die Straße vorgekämpft, ja. Wo bist du denn gerade unterwegs? Ja, der Hände, der hat mich gerade abgeholt und nimmt mich jetzt irgendwo mit hin. Ich weiß nicht. Ich werd verschleppt. Der hat sich irgendwas markiert. Hat er sich die Limousine markiert oder den Bus? Oder will der jetzt mit mir ins Kino? Der will einen Panzer holen. Einen Panzer holen? Warum markiert er sich denn das Kino dann dafür? Weil die da stehen. Panzer. Ja, ich hole mir nämlich auch gerade einen. Ach so, wenn man einen gekauft hat oder was? Ja. Oder am Stadion. Ich bin gerade jetzt am Stadion. Schießen hier, ach da oben. Ja, der Hennes hat eine Maske auf. Komm mal runter von da oben, von deinem hohen Ross. Oder die Henne, so. Der Hennes. Ich glaube, die Henne möchte hier die Sterne wegkriegen. Na dann, bleib ich mal drin sitzen. Da geht er down. Da geht er down, sehr gut. Aber da ist noch und einer. Und der nächste. Ja, let's play, Prince. Salut. Okay, dann, fährt er jetzt mit mir hin? Hey! Das haben wir aus Versehen da. Sorry, das war ja Prinz. Ich
habe irgendwie Angst. Der Händel, der kidnappt mich gerade irgendwo. Bin ich auf der Autobahn. Jetzt bin ich gleich an der beim Pferderennen. Musst mal zurückkommen, unser Wohngebiet verteidigen. Ich glaube, ich bin jetzt gleich an 616. Ja. Ach so, jetzt weiß ich auch, warum er hier hin will. Weil hier die Panzer spawnen oder was? Hallo. Die Angst bekommt. Also ich fahre nicht, werde gekidnappt. Autsch. Boah, das wäre ja super cool, wenn wir zwei Panzer hätten. Und dann da einrollen, einmarschieren, weißt du, die gemeinsam Einfahrt. Gegen die wollen, genau. Voll nicht übertrieben, weißt du, für so eine Einfahrt. Ja. Kommst du erstmal mit zwei Panzern an. Wir werden uns. Aber es verteilt sich gerade wieder ein bisschen, ne? Ja. Irgendwie ja, sind die alle abgerückt. Nicht, der Henne, oder die Henne, irgendwie verwirrt gerade. Ist gut, weil wir mit 4 Sternen jetzt hier von den Bullen alleine gelassen werden. Die sind alle weg irgendwie. Warum auch immer. Willkommen, ich komm wieder. Ach, die Henne möchte die Sterne weg. Warte, warte, ich steig mal aus. Oder soll ich mal aussteigen? Weiß es nicht. Na, wir ziehen wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf uns. Das ist sonst auch viel zu langweilig. Ui. Nehme ich mir jetzt einfach. Na komm, steigt aus. Oh, hey. War der nah. Oh, oh. So, jetzt komme ich zu euch. Auf geht's. Ja, es wird doch langsam brenzlig, die Situation hier. Ja, ich mach mich auf den Weg. Unterstützung ist da. Oh oh. Unterstützung ist dringend erforderlich. Boah, jetzt ein Auto mit Flügeln. Slaymaster rüstet aus. Boah, wie es da vorhin alles voll ist in dem Kreisel vor ja. uns. Dürfen hier oh. nicht aus. Gott sei Dank haben wir dieses Vordach. Da können uns die Helis nichts anhaben. Steig aus! Aus dem Auto raus! Okay, weiter geht's. Wenn sie sich gleich sehen, kommen sie bestimmt aufs Grundstück. Fahren. Kannst ja auch mal so einen Testschuss durch die Hecke probieren. Mal gucken, was passiert. Okay, nicht mehr weit, nicht mehr weit. Oder ein Testhaftbömmchen. Oh, gleich ist der Panzer da. Oh. Jetzt bloß nicht aus, dass sie die Archivisten töten. Ne, wir stehen ja. ganz hinten auf dem Grundstück. Ah, okay. Super. Können wir den Panzer schön davor platzieren. Panzer Nummer 1 kommt. Ja, wir haben leider, glaube ich, nur einen. So. Ha, das hört sich gut an. Das hört sich an wie Musik in meinen Ohren. Da kommt er doch schon. Oh ja, diese Explosionsgeräusche. Die wollen mich alle kuscheln. Ja, du siehst doch aus wie ein Teddybär. Ja. Mit deinem Panzer. Nein! Oh Mann! Ihr lebt noch, oder? Nee. Nein! Oh nein, zu weit raus, zu viel gewagt, aber wir sind jetzt wieder da gleich. Bin gerade durch ein Nagelband gefahren. 3 Sterne habe ich noch. Boah! Polizeiauto. Hallo, FBI. Ich muss mal kurz da durch, danke. Oh. So, jetzt wird abgeschossen. Jawohl, dann fang mal an hier, dann leg mal los. Schön die Helis auch platt machen. Ich bin der Panzer. Hallo. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Boah, wie das hier leckt. Ja, mach du mal, ne, Khaled, ne? Ja, genau. Krieg mal hin. Ich hab hier den Spaß. Wir feiern hier ein bisschen auf dem Panzer. Ja, ja. Ist doch ganz schön hier. Oh, ich fall die ganze Zeit runter. Boah, keine Chance. So. Pandoria, du fehlst uns natürlich sehr. Ja. Ein Schuss für Pandoria hier. Ein Schuss für Pandoria. Ja, und Rishi ist ja heute auch nicht da, ne? Rishi ja. auch nicht, leider. Der hat heute einen Vortrag an der Uni. Ein Vortrag? Ah, über was denn? Hab ich vergessen. Irgendwas Komplexes. Über moderne Ausdrucksweisen. War das nicht über irgendwas mit... Irgendwas mit mechanischem. Genau. So eine ist die Regie. Ich bin tot. Ja. Repariert Panzer. Oder repariert Panzer. Ups, genau. Oh, wir hatten da eine Limo mitgebracht. Dave, redet sie auch über Flatulenz? Survival Day.
Der ist jetzt langsam in Bedrängnis, der Survival Dave, weil da alles brennt. Er auch schon. Oh, mein Panzer macht komische Geräusche, das ist nicht gut. Nein, der darf keine komischen Geräusche machen. Da, Feuerwehr. Niemand kommt hier durch. Niemand. Super. Oh, guck mal, wir haben noch genau einen Sniper-Schuss. Ist cool. Hereinspaziert, ihr seid alle willkommen. Hier müssen wir gut anbringen. Was, wir sind alle willkommen? Okay, dann klaue ich mir jetzt den Panzer. Der brennt gleich sowieso. Wieso, der qualmt da noch nicht mal? Doch, der doch piepst. Ein bisschen. Oh, oh, Panzer, oh, da kommt sorry, sorry, Tundra. Tundra, call. Jetzt haben wir zwei. Hallo, wir haben hier die Helis ab. Ich schnapp mir mal den Heli. Da hört man doch schon wieder ein Jet. Mhm. Ach nee, da eine Rakete. Gütlich hier. Das war ein Jet. War es doch ein Jet? Ja, ich glaube auch, es war ein Jet. Da. Da. Oh, oh, jawohl. Der hat einen Unfall gebaut. Oh, Tundra, fahr uns nicht tot. Tundra! Ups, 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 ups. Jetzt ist es schon wieder völlig, völlig eskaliert mit zwei Panzern hier im Wohngebiet. Die Revolution. Auch, wir haben heute auch eine ziemlich hohe oben ohne Quote. Mhm. Ja. Wir haben noch gar nicht dieses Tor-Ding gezeigt, was du uns vorhin gezeigt hast. Nee, das stimmt. Wir, oh, was ist jetzt passiert? Kurz nachher einbauen. Ja, stimmt. Und geht es nicht vielleicht sogar auch mit dem Panzer? Ich weiß es nicht. Das wäre krass. 16 Jahre mal testen. Ja, Moment. Dann mach das doch mal. Warte mal, wir stellen uns mal hier hin. Sollen wir auf dem Panzer stehen? Ich Level 100 mal gucken, geworden. Was passiert. Ups. So, ich stehe bereit. Jetzt runter, gib mir einen Panzer. Aua, 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 aua! Oh nein. Aua! Bei mir schwebt der Tundra in der Luft. Jetzt hat der uns umgehauen, aber es war wahrscheinlich auch aus. Die sind zu fett. Und ich bin jetzt platt. Hast du nicht überlebt? Nee, ich bin gerade irgendwie unter dem Panzer gelegen vom Tundra-Golf. Bist du ungünstig unter den Panzer gekommen? Ja. Das ist aber schlecht. Ja. Wer wollte mir den eigentlich geben? Der Tundra Golf. Weil ich wurde irgendwie eingequetscht vom 616 Player. Oh, sorry. Eieiei. Was hab hier wieder los ist heute? Wer steht denn? Alter! Wenn ich später eine Villa habe, habe ich auch einen Panzer in der Einfahrt. Ja. So, fahr mal ein bisschen raus, dann kann ich. Aus Prinzip. Einfach aus Prinzip. Steht hier so ein Panzer in der Einfahrt. Weiter. So schön in den Hollywood-Film. So, jetzt fahr mal hier hinten rein. Nee. Oh, doch. Doch. Oh. Oh, wir fliegen auch. Oh, ich bin geflogen. Wo bist du hier hin? Auch, aber so weit. So weit. Und dabei gestorben. Oh. Wo bist du denn? Boah. Lass mich mal. Ich will auch. Wo sind wir denn hingeflogen? Wahrscheinlich ans Ende der Map vielleicht. Wo ist denn der Panzer gelandet? Ich bin wieder da, wo hinter einer Hecke. Du musst durchs Tor hier. Wir sind so weit geflogen, dass plötzlich alles verpixelt war. Ich glaube, der ist nicht mehr mitgekommen, weil es zu schnell ging. Oh, Tundra Golf hat mich weggesprengt. Der Panzer ist kaputt? Ja. Oh. Wo also sind wir denn jetzt? Ihr seid, glaube ich, ein bisschen... Ein bisschen woanders auf einmal sind wir gewesen. Boah, ihr seid aber richtig woanders. Alter, da sind wir hingeflogen. Ja. Boah, wo seid ihr denn? Alter. Ihr seid ja da, wo das U-Boot spawnt. Ja. Wie gesagt, es war plötzlich ziemlich pixelig. Und jetzt sind wir hier. Man hat auch irgendwie weit in der Ferne die Lichter der Stadt oder auch Sterne gesehen. Man konnte es nicht so genau ausmachen. Das ist auch mal Fast Travel. Jetzt weiß ich, was du meinst mit dem Tor. Das ist eine coole Entdeckung. Also ich will das nochmal machen. Der dicke Elch. Hier ist ein dicker Elch. Dicker, du dicker Elch. Elch. Wo ist denn hier ein Auto? Oh, die Bullen sind weg. Warte mal, wo ist denn hier mal ein Auto? Das fragen wir uns auch. Ich will mich auch wegfliegen lassen. Der Domi und ich waren mal mit Benny zusammen in Schweden in so einem Elchpark. Das war ziemlich cool. Da konnte man mit dem Auto durchfahren und dann stand der Elch plötzlich so an deinem Fenster und hat dir so aus der Hand gefressen. Ja, das wollte ich gerade sagen. In einem Elchpark? Ja. Ja. Steckt der Elch den Kopf ins Fenster rein. Das war ziemlich beängstigend. Stell dich mal so, wie ich mich gerade hier hingestellt habe. Also an die Säule. Alter. Jetzt lass mich wegschleudern. Ich will mich wegschleudern lassen.
sind wir weit weggeflogen. Soll ich dich wegschleudern? Ja, komm schon. Unfassbar. Komm schon. Hey, was hat es wieder aus dem Auto gezogen? Out. Okay. Nee, der hat sich noch festgehalten. Der Typ hat sich noch an der Beifahrertür festgehalten und sich mitschleifen lassen. Mach das mit dem Auto. Oh Gott. Das ist ja geil. So, wir sind dann auch so in einer halben Stunde ungefähr wieder bei euch. Warte, lass mich noch einmal wegschleudern, kurz. Oh, Walle, nein, sorry. Wieder mal ein kleiner Roadtrip. Naja, müsst ihr mal das County auschecken. Komm gut voran. Ja. Haltet ja die Villa. Wo ist denn der, wo bist du, Kalit? Ich bin irgendwo, ja, schlechter. Irgendwie, ach da vorne, warte, ich komm dich mal abholen, dann geht er schneller. Warte, ich bin gleich da. Bullenwagen, ouch. Oh, erstmal noch euer Kopf, Freunde. Steig ein. Linksverkehr. Nein, oh. Jemand hat auf die Reifen geschossen. Ja, siehst du? Das war genauso geplant. Wieso haben eigentlich die Bullenwagen keine schusssicheren Reifen? Verstehe ich auch nicht. Ja, der Staat muss immer sparen. So, jetzt mach deinen Job. Ich spare als Fehler. Oh, erstmal die Tür wegreißen. Ist aber echt eine sternklare Nacht heute. Schnell. Nein, das Tor muss zu sein. Ja, fast sternklar. Da sind ein paar Wolken. Stell dich mal ins andere Tor. Bist du an der Säule? Ja. Wenn jetzt einmal quer durch die Map fahren muss. Ja. Oh. Da war ein Hindernis, da war nicht mit zu rechnen. Das Stauende liegt hinter einer Kurve. Nein, ich bin gestorben. Oh. Nein, bleib da stehen. Ich bin gleich keine da. Sorge. Aber du hast jetzt Sterne, ne? Ja, drei, aber die Wagen schützen mich hier. Oder auch nicht. Habt ihr das Grundstück noch? Ja. Ja. Wir haben es noch im Besitz. Keiner kriegt das. So, wir sind gerade am Windpark. Hier ist auch schön. Ah, schön. Wir sind gerade am Windpark. Oh, bin tot. Nein! Ich möchte das kann doch nicht so schwer sein, dass ich einmal richtig wegfliege. Ich will einmal richtig wegfliegen. Ans andere Ende der Map, ja, das ist toll. Ja. Ja. Ich will auch endlich am anderen Ende der Map wieder aufwachen. Ja. Nein, da kommt ein Luftschlag. Luftschlag incoming. Ja. War auch mal entspannt, ne? So eine Autofahrt. Total so super. Eine nächtliche. Hat man ja auch noch nicht so oft gemacht in GTA. Durch die Wüste. Ja, ich finde es immer wieder schön. Vor allen Dingen die Strecke, die habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht, ne? Okay, der Luftschlag kommt wohl doch irgendwie nicht. 616, wo bist du? Guck mal, hier links steht scheinbar irgendwo ein Auto von uns. Auch seltsam. Schnell. Oh, ich hab drei Sterne. Komm schon, wir müssen jetzt fliehen, indem wir wegfliegen. Okay. Ja. Yes. Was ist denn mit dem Tor los? Oh, es backt rum. Okay, mach das andere Tor. So, langsam kommen wir in eine hügelige Landschaft. Yes. Jetzt in Weinwut. Komm schon! Nein! Kann doch nicht sein! Nochmal. Der arme Enrico. Fahr da mal ganz schnell gegen. Was veranstalteten ihr da die ganze Zeit? Das gucken wir uns gleich mal an. Ich will doch einfach nur wegfliegen. Alter. Nee, ich bin aber wieder gestorben. Oh Mann. Das Auto ist gerade weggefahren. Autsch. Warte. Das da heißt ja wir wirklich hin. Einer dicker Elch, sicher. Jetzt erst. Der dicke Elch. Komm schon. Bist du noch am Tor? Nee, bin gestorben. Du bist so gestorben. Kannst du doch nicht tun. Weil Baum. Ach so, ja, das verstehe ich natürlich. Weil sie fliegen können. Weg da. Sanitäter, ab mit dir. So, bin wieder da. Stehst du bereit? Jetzt ja. So, hier sind schon mal wieder Helis um uns rum unterwegs. Bin wieder umgekippt, ja. Moment. Wieso fällst du um? Keine Ahnung. Wie man es kennt, wie man es gewohnt ist. Jetzt. So, jetzt aber, komm. Mach deinen Job. Oh, das Garagentor ist gerade kaputt gegangen.
Oh nein. Mach dein Job! Das gibt's doch nicht. Nee. Einmal im Blumenbeet gelandet. Oh, du Mist. Also bleib da stehen, ich bin gleich wieder da. Wie mein Auto aussieht. So, wir werden dann auch da. Dann wollen wir noch mal gucken, ob wir noch mal wegfliegen können. Wo ist denn der, wo ist denn der Walle hingeflogen? Halt zum Mond. Na komm. Jetzt. Oh! Ja. Boah, wo bin ich denn? Guck mal auf der Karte. Ich fall grad runter. Wo? Aber du lebst noch? Ja, guck mal auf der Karte. Ich bin irgendwo über dem Wasser, glaube ich. Warte, ich muss mal auf der Karte gucken. Über dem Wasser, nur unter dem Wasser. Jetzt bin ich tot. Wo, weißt du irgendwas auf der Karte, wo du bist? Ich bin gestorben, da wo das X ist. Sehe es nicht. Da wo ihr vorhin gespawnt seid, auf dem Meer. Das ist ganz dunkel, das könnt ihr gar nicht sehen. Ach da, ja, man hat's kurz gesehen. Oh Mann, ich war auf einmal voll hoch und dann bin ich einfach nur gefallen, ganz tief. Warum aber geht denn das schön, Tor jetzt nicht? Wahrscheinlich einmal richtig zu sein, oder? Ah, so, jetzt bin ich genau da, wo ihr, glaube ich, wart. Das Tor muss zu sein, glaube ich. Das Tor muss zu sein, ja. Morgen. So. Oh, jetzt steht da keiner mehr. Ich mach's mal kurz zu. Da geht eigentlich die Folge. Ah, noch 29 Minuten. Ey, jetzt ja, hat er mich abgeknallt. Wir sind schon ein bisschen dabei. Abgeknallt. Aber es musste auch mal wieder sein, so ein bisschen Chaos hier. Ja. Chaos in Los Santos. Ich hol noch mein Heli, dann komme ich zu euch und dann können wir so langsam. Einmal will ich jetzt auch noch wegfliegen. Und noch zurückfahren. Ob das auch mit dem Heli klappt? Oder mit dem Flugzeug? Wer weiß. Wir brauchen einen Jet. Oder mit dem Boot. Aber das müsste man halt erstmal dahin kriegen. Das Boot. So, wo bleibt denn mein Heli? Der Heli will wieder nicht, ne? Typisch. Nee, ja, das natürlich nicht. Schönes Auto. Komm schon, Heli. Komm schon runter. Ja. Steht einer? Da ist er. Jawoll! Yeah! Wo seid ihr? Soll ich aussteigen? Ja, schnell, sonst sterben wir wieder direkt. Wo seid ihr? Oh, wie geil das aussah. Das muss man mal mit dem Bus und allem Mann zusammen machen. Ich auch wieder hinfliegen. Das wäre geil. Das merken wir uns fürs nächste Mal. Ja. Machen wir das alle zusammen im Bus. Das ist eine gute Idee. So, einmal einsteigen. Zack. Bin gleich bei euch, ich hab ein Heli. Let's Play Prince hat uns weggeholt aus der Luft mit seinem Auto. Nee. Ach, wie Scheiße. Wie mit dem, ja, da springst du. Oder was? Ja, der ist mit seinem Auto gegen uns geschleudert, während wir mit Fallschirm gesprungen sind. Springst du falsch und fliegst ein bisschen durch die Gegend, kommt ein Auto angeflogen und holt dich vom Himmel. Ja, das kennt man doch. Alltagsprobleme. Ja, wie so ist in Los Santos immer. Wenn das kein Thumbnail war. Da war wieder ein Schatten. Da fliegen ein Auto. Über uns fliegen Autos. Ja, wie geil. Was ein Zufall. So, warte, ich bin gleich da. Ich bin jetzt kurz über der Wüste. Das war, glaube ich, einer der dümmsten Tode, die ich je gesehen habe. Ja. So, wo will er denn hin? Ach, zum Flugfeld. Oh. Noch ein paar Meter. Dann habe ich es geschafft. Ab durch den Windpark. Jetzt wage ich's. Ui, oh Gott, ich bin da gerade ein wenig tief. Bringt jetzt, glaube ich, sehr. Wolltest du das jetzt laufen? Ich bin tot. Hm? Wolltest du das jetzt laufen? Wir sind doch schon wieder okay, da. Okay, ich bin gestorben. Was? Also, wieso? Weil ich durch den Windpark fliegen wollte und das ist nicht gut ausgegangen. Leider. Hä? Karl, wo bist du hin? Oh, ich glaube, er ist ganz rausgeflogen. Was? Auch vom Teamspeak. Oh. Oh nein. Gleich kommst. Gleich ist er wieder da. So, wo bist denn du gerade auf der Map ungefähr, Curry? Ich bin direkt am Windpark, unten an der Autobahn. Oh, hier hat schon einer einen Bus.
Was? Nein! Hier versucht gerade einer einen Bus. Ich möchte mit aber die dem Bullen Bus halten ihn auch. Nee, der fährt den Bus nur aufs Gelände. Achso, er probiert's, aber es klappt nicht scheinbar gerade. Wir gucken das mal von außen an. Dip, 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 dip. Vielleicht schaffe ich es ja noch zu euch, ich glaube es aber nicht. Da steht auch keiner, wollen wir es da hinstellen? Boah. Oh. Boah, was ist denn jetzt passiert? Der dicke Elch hat uns in die Luft gejagt. Der dicke Elch. Es gab eine große Explosion und alle waren weg. Und der Bus auch, oder was? Hier, ja. Oh nein, okay. Bevor er was machen konnte. Aber das mit dem Bus probieren wir auf jeden Fall nochmal. Das ist eine sehr gute Idee. Machen. Das müssen wir machen. Warte, soll ich noch zu euch kommen oder wollt ihr die Folge beenden? Oh, da fliegt ein Bussard. Ja, prinzipiell können wir die Folge bald beenden. Ich weiß nur nicht, ob Khaled jetzt gleich wieder dazukommt. Der will ja vielleicht auch noch was sagen. Vielleicht hat er voll die Informationen für euch und könnt ihr dann nicht hören. Bis jetzt verlassen sie hier alle das Spiel. Vielleicht ist auch irgendwas, was wir noch nicht mitbekommen haben und hier ist irgendein Super-Lag. Ja. No. Ah ne, hier sind noch ein paar. Hä? Sind wir direkt beschimpft hier? Werde beschimpft? Ja, wir wurden gerade... Also ich meine, man darf es ja gar nicht sagen. Von der Polizei. Ja. Fahr mal über den Berg, vielleicht geht das ja ein bisschen schneller. Was ich aber bezweifle. Ich persönlich finde ja, Slam Massive Beleidigung geht über Beamtenbeleidigung. Sowieso. Das heißt, der Polizist muss dran glauben. Kannst du dich mal um den kümmern? Ich brauch das Auto hier, ich brauch das Auto. Hallo! Khaled! Ja! Hab die Verbindung verloren. Du hast die Verbindung verloren. Ja, leider. Okay. Ja, während du weg warst, hat hier ein Bus versucht wegzufliegen. Aber es hat er auch nicht geschafft. Aber irgendwie... Der Bus dann explodiert. So, jetzt habe ich ein schnelleres Auto. Ich bin gleich wieder da und dann können wir die Folge beenden. Zwei Sterne! Schüttel die Cops ab, wie denn? Ui. Dieses Auto. Über die Berge. Kann mich jemand einladen? Ich Ach kann so, ja. gleich jemand einladen. Oh. Ach, da fliegt jemand die ganze Zeit mit dem Heli lang. Will er mich mitnehmen? Da geht's wieder los. Was war da hinten denn los? Ja, da ist, glaube ich, ein Polizeiauto halt gegen die Tor und ist da hinten geflogen, oder? Kann das sein? Ach so, die haben versucht, hier reinzukommen, da, ja. Ja, da schon wieder. So, ich bin gleich wieder da. Ich hab's gleich geschafft. Boah, jetzt stürmen sie. Weg mit euch, ihr Polizisten. Verschwindet. Verschwindet! Den schauen noch ein paar um die Ecke. Ja, direkt. Wahrscheinlich, wenn man gleich um die Ecke lunzt. Ja. Oh! Genau. Oh nein. Ganz spät gesehen. Noch nicht mehr viel da. Schuss. Ich bin da. Mit der Waffe. Oh oh. Gleich vorbei. Boah! Oh oh. Oh, die hat keine Munition mehr. Die auch nicht. Die auch nicht. Sieht schlecht aus. Sieht nicht so gut aus. Aber da ist noch ein bisschen. Ja. Komm mal schnell in mein Auto, dann können wir wegfliegen. Der Walle steht gerade an dem Tor. Was macht er? Okay, wir sind drin. Wir fliehen! Jawohl! Ja. Und überlebt sogar. Oh. Auf der Treppe gelandet. Sehr schön. Jetzt, Warte, oh, oh. Ja. Was ist jetzt Nein. los? Nein! Ja. Komm schon! Komm schon! Hä? Motorhaube. Okay, ja, wo kann man doch mal parken? Da war ich einfach draußen. Danke! Okay, warte mal eben. Bitte! Nein, nicht auf euch. Pass auf, das brennt schon, ich glaube, das geht gleich hoch.
Ja, das wäre gar nicht so, mal so schlecht. Komm schon, Auto. Renn doch. Na komm. Jawoll! Das war auch ein schönes Bild. Ja, war ja. Super. Die schönste, also wir könnten jetzt echt schon. Also die eigentlich Folge mit den schönsten Toten machen und den dümmsten Toten. Oh. Ja, es geht direkt weiter. Und auf Platz Nummer 1 ist dann eure jetzt. Folge mit dem Fallschirm. Euer Tod. Ja, der war echt witzig. Ja, also, weil es ist ja, glaube ich, weiß nicht, die Autos fliegen ja immer in verschiedenen Bahnen. Dass du dann genau dir, die Bahn erwischst. Willst du nicht mit fliegen, Dave? Och, Mann, Dave. Flieg doch mit. Na gut, dann räumen wir mal auf. Die ganzen Helis verfolgen uns hier die Treppe hoch. Nicht mehr lange! Boah, die sind viel zu nah an mir dran gerade. Leute, ihr müsst... Könnt ihr nicht mal... Jawoll! 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 So läuft das. So, wo seid ihr denn jetzt? Wir laufen hier gerade unter der, also auch auf einer. Ach so. Auf einer Villenanlage rum und kommen jetzt wieder. Kommen jetzt wieder zum Haupttor da. Ich komme gleich. Jawoll. Ach, da bist du im Heli. Oh. 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 Naja, kurz noch gesehen. Ja. Da würde ich sagen, beenden wir so langsam die Folge, oder? Sonst wird das echt. Genau. Ja, sonst. Das ist echt lang. Verliert sich das nimmt kein hier. Ende mehr. Ja. Aber es macht ja auch wirklich Neues. Spaß. Ja, macht auch. Wenn es die ganze Zeit überall rum ist und explodiert Hui. Und bumm macht, ist echt immer schön. Ja, das nächste Auto. Zack. Und Geronimo. Zack. Bam. Bum, bum. So, genau. Wir haben ja schon gesagt, dass eventuell ein paar Tage keine Folgen kommen. Ja, das kann leider sein, ja. Schaffen weiterzumachen. Aber es ist ja nicht so schlimm, denke ich. Genau. Es geht auf jeden Fall weiter, nicht, dass ihr das wieder falsch versteht. Also waren jetzt auch eine kleine Special-Folge, muss man sagen. 40 Minuten sind wir jetzt schon fast. Ja, das heißt, man kann ja auch schon mal so vorsorglich frohe Ostern wünschen. Genau. Eigentlich. Sagen wir, ja. Wenn die Folge rauskommt, ist ja Ostern noch nicht gewesen. Euch, falls jetzt keine Folge mehr kommt. Frohe Ostern. Ansonsten, genau. Sagen wir das natürlich nochmal. Genau. Und ja, schöne Feiertage. Ja. Genau. Ja. Erholt euch gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und viel Spaß beim Eiersuchen. Tschüss. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.